Das Gas war jetzt schon aufgedreht, die Konzentratoren laufen, die Sauerstoffventile sind offen, das Feuerzeug drunter halten und das Gas vorsichtig aufmachen. Dann die kleine Flamme dazu mischen, simuliere ich Sauerstoff weg. Dazu. Und ich beobachte die Flamme, wie sie schmäler wird. Und auch die kleine Flamme, mehr Sauerstoff. Dann sehe ich, dass das Gelbe weggeht, bis es weiß ist. Etwas mehr Gas. Und jetzt wieder gucken, was passiert, wenn ich mehr Sauerstoff dazu gebe. Jetzt fängt die Flamme an zu singen, das war zu viel Sauerstoff. Jetzt bin ich im optimalen Bereich. Bisschen weniger Gas noch für normales Arbeiten. Jetzt ist sie optimal eingestellt. Die inneren Ventile sind für den großen Grenzaußen. Gas weg, dann habe ich eine zahnstocherscharfe Flamme, die ich bei Bedarf noch etwas größer machen kann. Jetzt wird sie vorne wieder gelb, mehr nicht. So ist sie optimal. So kann man wunderbar damit arbeiten, kann man noch ein bisschen Sauerstoff spielen und dann wieder das Gas dazu. Um große Mengen Klarglas zu schmelzen, kann man mal so weit gehen. Das wäre die normale Arbeitsflamme.